Am Ende unseres Lebens werden wir uns alle mal die Frage stellen, wie sehr, wie tief, wie viel habe ich geliebt? Habe ich diese Welt mit mir, meiner Liebe und meinen Talenten, mit meinem ganzen Sein bereichert oder ärmer gemacht? Heute geht es um das Thema vom Unsinn zum Ursinn unseres Lebens zurückfinden, oder? Wie du die Geschenke einer Krise erkennst, auspackst und empfängst. Ja, da stecken wir mittendrin in unseren Krisen und in unserer großen Krise namens Corona. Aber mir geht es heute nicht zentral um Corona, sondern um das, was es bewirkt in uns und vor allen Dingen, wie du, wie ich, wie wir alle damit anders und neu umgehen können. Die meisten haben schon erkannt oder fangen an zu verstehen, dass jede Krise ihren Sinn hat. Jede Krise in unserem persönlichen Leben, besonders in den 40ern, das nenne ich immer, sind unsere Transformationsjahre oder unser Transformationsjahrzehnt. Die meisten, die schon die 40er hinter sich haben, wissen das. Manche sind auch Frühchen und sind etwas früher dann mit ihren Krisen des Körpers, der Psyche, der Partnerschaft, der Arbeit oder alles zusammen gleich. Und diese Krisen, im Moment, wenn man drinstecken, können wir nicht erkennen, dass das etwas Sinnvolles sein soll oder dass ein Geschenk beinhalten soll. No, das soll hier, ne? Komm du mal in meine Scheiße und sag, red mir vom Geschenk. Das kann ich verstehen. Es ist menschlich. Aber die meisten, die durch eine Krise gegangen sind, sei es in der Partnerschaft, sei es im Körper, sei es der Arbeit, können im Nachhinein sehr wohl sehen, da hat sich was getan. Diese, meine Krise, war da zum Wachsen. Zum Erkennen, zum Wachstum, zum inneren und äußeren Wachstum und um ja, eine neue Richtung einzuschlagen, etwas Wesentliches zu ändern im Leben. Und darum geht's für uns heute, für viele Einzelne und für uns als Gemeinschaft. Denn das ist ein wichtiger Punkt. Gemeinschaft versus Einzelwesen oder Einzelleben. Da komme ich später darauf zurück. Also erstmal Frage an dich. Öffnest du dich schon für den Gedanken, dass in jeder, Scheiße, etwas liegt, was du finden kannst für dich? Auf Deutsch, wir Menschen sind wahre Alchemisten, wir können aus dem, was wir Scheiße nennen, Gold machen. Und ich möchte jeden herzlich einladen, die Geschenke zu erkennen, nach dem Motto der Oma von damals, Kind, wer weiß, wofür das gut ist. Und ich sage, die Oma hat recht gehabt. Wer natürlich keinen Sinn finden will, wer das Geschenk nicht sehen kann im Moment, der muss halt noch ein bisschen sich drehen in dieser Unruhezeit, in der Krise selbst. Und er wird noch eine Weile wütend sein, verbittert oder sauer oder auch depressiv. Aber alle die, die bereit sind, schon ein bisschen über den Tellerrand hinwegzuschauen, den möchte ich ganz herzlich empfehlen, geh nach innen. Und konzentriere dich erstmal auf dich und schau mal, was in dir los ist. Denn hier in uns, da spielt die Musik. Das hier nenne ich unsere Innenwelt. Und so wie es in uns aussieht, so sieht es draußen aus. Und wenn es in vielen Menschen sehr ungeordnet, sehr unfriedlich, wütend, durcheinander, verwirrt aussieht, dann können sie nicht anders, als das in die Außenwelt hineinzustrahlen. Zunächst in ihre Familie, in ihre Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in ihre Firmen, Gesellschaften und Vereine. Und genauso, wie es draußen auf der Welt heute aussieht, so unruhig, so unordentlich, so konfliktreich, genau so sieht es in den meisten Menschen aus und in den meisten Familien. Beleg, hast du eine Familie, wo alle Menschen, Onkel, Tanten inklusive, Neffen, Nichten, alle ein Herz und eine Seele sind? Schau dir genau an, wie viel Unfrieden da ist. Unser Herz, das Herz aller Menschen, ruft jetzt und sehnt sich zutiefst nach einer anderen Welt. Nach einer Welt der Verbundenheit, im Frieden und in der Liebe. Das, worunter wir heute am meisten leiden, ist die Unverbundenheit, die Trennung. Wir haben uns getrennt, erstmal jeder Einzelne, die meisten Einzelnen von sich, von der Liebe zu sich selbst, getrennt von ihrem Herzen, sind in die Birne gegangen, haben versucht, alles rational zu machen, haben die unwahren Gedanken für bare Münze genommen, ich muss das und das muss ich, das sollte ich nicht und da habe ich Mist gebaut und das kann ich mir nicht verzeihen etc. Ich muss mir Liebe und Anerkennung von anderen verdienen, all die alten Schuhe sind wir, in denen sind wir gegangen und die tun jetzt weh, die Schmerzen. Und darum steht jetzt ein neues Zeitalter an. Ja, auch wenn viele sagen, ein neues Zeitalter und so weiter. Ja,
Es geschieht jetzt in diesen Jahren ein Quantensprung, nennt man ihn. Ein richtiger Sprung im Bewusstsein der Menschheit. Wir gehen jetzt, auch wenn du es noch für naiv hältst oder für esoterischen Quatsch hältst, in ein vollkommen neues Zeitalter der Menschheit. Man wird es einmal das Zeitalter der Liebe nennen. Denn das Lieben und die Liebe haben wir bisher noch nicht wirklich gelebt und begriffen. Es geht um die Liebe ohne Bedingungen und die Liebe ohne Erwartungen. Und um unser Selbstverständnis, um die Frage, wer sind wir denn eigentlich von Natur aus? Genau daran werden wir, die Menschheit, jetzt erinnert. Corona macht es möglich, dass wir erstmal merken, wir liegen alle, sitzen alle auf dieser Welt in einem Boot. Es gibt keine zwei Boote, keine zehn Boote, nicht jedes Land hat sein Boot, sondern wir alle, die ganze Menschheit. 7 Milliarden plus einige sind alle ein einziges Wesen. Das heißt, das ist eines der größten Geschenke, die wir jetzt in diesen Jahren bekommen. Wir werden erinnert an den, wer wir sind, was wir von Haus aus sind, nämlich pure Liebe. Ja, halte ich fest, du bist pure Liebe. Nur wir haben es vergessen. Und das gehörte zu unserem Plan, es zu vergessen, herzukommen und nicht mehr zu erinnern, wer wir da oben, wo wir herkommen, als Seelenwesen sind, wie machtvoll wir sind, wie viel Liebe wir ausmachen und dass wir aus der Quelle namens Liebe kommen. Es ist also etwas sehr Sinnvolles, was hier geschieht, um Frieden zu machen, um motiviert sein, Frieden und Zufriedenheit in mir und außerhalb von mir, in meinen Gemeinschaften herzustellen, muss der Unfrieden und damit der Ärger und die Wut und der Hass erstmal ordentlich hochkochen. Das heißt, wir haben zurzeit eine Phase der Überhitzung, der emotionalen Überhitzung, können wir feststellen. Und jeder und die Wut ist nicht zu verurteilen. Nur die Frage, was fange ich mit meiner Wut an, wenn ich merke, da kocht es in mir? Gucke ich dann gleich, wer ist schuld und hau dem einen in die Fresse oder sag, klage die an und verteile Schuldetiketten? Oder, und das darf jeder mit der Zeit begreifen, wer wütend ist, auf wen auch immer, der redet erstmal Unsinn. Das heißt, er blickt nicht klar. Er ist blind vor Wut. Und zweitens, er erkennt noch nicht, dass er immer wütend ist auf sich selbst. Und dazu gehört ein bisschen Mut und Ehrlichkeit. Mut zur Ehrlichkeit mit sich selbst. Und dazu möchte ich dich heute ganz herzlich einladen. Mach eine Inventur deines ganz persönlichen Unfriedens mit dir. Mit was in dir bist du nicht im Frieden? Worüber ärgerst du dich noch? Wo haderst du noch? Wo bist du grantig mit dir? Was hast du dir noch nicht verziehen? Und da wirst du sehr schnell fündig werden, denke ich. Denn wir alle haben in uns gespeichert, in dieser Innenwelt, unsere Vergangenheit. Und nichts mehr als dieses innere Kind in uns repräsentiert diese erste Vergangenheit, Kindheit und Jugend. Und wenn du genau hinschaust in dieser Welt, merkst du, diese Welt ähnelt einem großen Kindergarten. Einem Kindergarten mit erwachsenen Körpern und da drin sitzen viele, viele ängstliche, wütende, verletzte, auch missbrauchte Kinder. Und die haben bisher noch keinen gefunden, der sie liebt. Und du, der große Mann, die große Frau, darfst dieses Kind in dir erkennen. Und erst wenn das geschieht, wenn du anfängst, dieses Kind zu verstehen, ihm zuzuhören, es zu lieben, erst dann bist du in der Lage, das Kind in deinem Partner, in deinem Kollegen, deinem Nachbarn, deinem Chef zu erkennen. Erst dann hast du etwas Konkretes in der Hand, um wirklich verstehend und liebend Frieden zu machen. Sonst nicht. Das heißt, ich möchte dich wieder erinnern daran, dass du ein sehr vielschichtiges Wesen bist. Du bist nicht der Körper, du hast einen Körper. Sondern du bist aber insgesamt bist du ein mentales Wesen. Du denkst und über diese Gedanken machen es die wenigsten Gedanken. Also sie wissen nicht, was sie denken und darum wissen sie nicht, was sie tun. Denn unsere Gedanken machen etwas. Sie sind wirkmächtige Kräfte, die wir hinausschicken in die Welt und die tun da was. Unter anderem erzeugen sie Emotionen. Zweitens, wir sind ein emotionales Wesen. Und wir haben keine richtige Anleitung bekommen mit Emotionen wie Angst und Wut und Scham und Schuld und Neid und Eifersucht und Einsamkeit umzugehen. Sie zu wandeln in Lebensfreude. Das wünschen wir uns alle. Und ich möchte, dass du das verstehst und anfängst und deine Verantwortung für diese negativen Gefühle übernimmst. Dann sind wir, wie genannt, ein
körperliches Wesen. Wir haben einen Körper. Wir sagen, wir sind auch physisch als Wesen da. Und als viertens sind wir ein, und das ist bis heute ganz verdrängt worden, viel ein bisschen noch tabu oder nennt es Blödsinn, ein spirituelles Wesen. Und das ist in dieser Zeit etwas ganz Entscheidendes. Spirit heißt Geist. Wir sind von Haus aus Geist. Wir sind von Haus aus nicht Körper. Diesen Körper bewohnen wir wie ein paar Jährchen. Und selbst wenn du 100 wirst, ist das im Zeitraum deiner Ewigkeit, die du lebst, ein winziger Augenblick. Darum öffne dich dem Gedanken, dass du von Haus aus ein geistiges, ein spirituelles Wesen bist, und das Zentrum deiner Spiritualität befindet sich hier, in deinem Herzen. Nicht in dieser Pumpe, in deinem Zentrum. Dieses Herz in dem Zentrum spricht zu dir jeden Tag und sagt dir, meine Liebe, da geht's lang, nicht da. Das fühlt sich stimmig an, und das, was du da bisher machst, das fühlt sich nicht stimmig an. Es geht also um Korrektur. Meine Prüffragen für dich also: Wo fühlt es sich in deinem Leben schon länger nicht mehr oder gar nicht stimmig an? Was fühlt sich nicht mit Freude verbunden an? Was fühlt sich nicht rund an? Wir sagen, das ist eine runde Sache, da fließt Energie. Das merkst du sehr schnell. Nur hören, zuhören, hinhören darfst du und ehrlich sein zu dir und dann den Mut haben, etwas zu korrigieren. Auf Deutsch, wir werden also als Gemeinschaft, als Menschheit und jeder Einzelne sehr liebevoll, aber hartnäckig aufgefordert: Schau hin und räum auf in deinem Innern, mit dir selbst, mit deinen Mitmenschen, besonders mit der Schlüsselperson deiner Vergangenheit. Bist du mit Papa, mit Mama der Kindheit im Frieden? Bist du mit deinem Bruder, mit deiner Schwester wirklich im Frieden oder nicht? Wenn nicht, dann kann deine Kindheit 50 Jahre her sein. Dieser Unfrieden holt dich heute ein. Und zwar in Form von Stellvertreterpersonen. Ich nenne sie unsere Arschengel, Knöpfedrücker, sei es der Chef, der Kollege, der Nachbar oder wie auch immer. Das spielt keine Rolle. Nur die Ursache ist dein innerer Unfrieden mit dem, was damals war. Und hier ist wieder das innere Kind. Spielt hier wieder eine entscheidende Rolle. Wir, die inneren Kinder, steuern uns und lassen uns wütend werden. Wenn wir die Verantwortung nicht für diese Wut und für das innere Kind übernehmen, dann gibt es Krieg und dann werden wir sehr destruktiv. Und das passiert zurzeit in vielen Gemeinschaften. Und wir können es ändern. Darum eine herzliche Einladung. Fang an, deine Schöpferverantwortung zu übernehmen. Begreife, dass du von Haus aus ein sehr mächtiger Schöpfer bist, von Natur aus. Dass du diese deine Schöpferkraft und Macht mit deiner Liebe, mit der Liebe deines Herzens verbinden kannst. Und etwas sehr, sehr Schönes, nämlich ein friedliches, erfülltes Leben in deinen Gemeinschaften erschaffen. Das wünsche ich jedem dir von Herzen. Insofern sehe den Segen dieser Zeit. Es ist eine sehr segensreiche Zeit, auch wenn viele Verluste materieller Art, jobmäßig im Moment erleiden. Bleibe ich dabei, diese Zeit ist segensreich und beinhaltet Geschenke. Und wie bei einzelnen Konflikten gilt auch hier, es ist nicht die Frage, was geschieht, was wir verlieren, sondern die entscheidende Frage ist, wie gehe ich damit um, wie reagiere ich? Suche ich die Schuldigen? Bleibe ich in meiner Wut? Sage ich, ich mache das Allerbeste daraus, ich mache Frieden in mir und fange an zu verstehen den Sinn dessen, was hier geschieht. Ich nehme die Zeit, die mir geschenkt wird, für mich und gehe nach innen, gehe in die Natur und räume grundlegend auf. Im Verhältnis zu mir, im Verhältnis zu den Schlüsselpersonen meiner Vergangenheit und im Verhältnis zu allen, die heute um mich herum sind. Meine Bitte: Entscheide dich für Gemeinschaft, für das Bewusstsein, du bist ein Teil von Gemeinschaften und du strahlst in diese Gemeinschaften, deine Familie, deine Nachbarschaft, deinen Arbeitsplatz, deinen Verein. Du strahlst das aus, was in dir ist, was du dir gegenüber und dem Leben gegenüber denkst und fühlst. Und je mehr du das liebst, was du bist, je mehr du das liebst, was du tust, desto segensreicher bist du für diese Welt. Am Ende unseres Lebens werden wir uns alle mal die Frage stellen: Wie sehr, wie tief, wie viel habe ich geliebt? Habe ich diese Welt mit mir, meiner Liebe und meinen Talenten, mit meinem ganzen Sein bereichert oder ärmer gemacht? Und ich empfehle, mit der Beantwortung dieser Frage nicht erst zu warten bis zum Ende, sondern jetzt schon mal eine Zwischeninventur zu machen. Mache ich diese Welt durch meine Art zu reden, zu denken, zu sprechen und zu handeln schöner, liebenswerter, erfüllter oder nicht?
Alles Liebe und viel Segen in dieser bewegenden Transformationszeit.